Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute geht es um das Philips Hue Wandschaltermodul in Verbindung mit einem Taster. Über das Wandschaltermodul von Philips Hue habe ich damals auch schon ein Video gemacht, was ich euch gerade oben verlinke. Ich habe das Ganze damals mit einem normalen An- und Ausschalter verbaut und habe mir jetzt Taster gekauft. Taster haben einen großen Vorteil, was ich euch dann gleich zeigen werde. Denn beim normalen An- und Ausschalter war es immer so, man macht den Schalter an, die Deckenlampe geht von Philips Hue an, ich kann das Ganze wieder ausschalten und beim schnellen Drücken kann man auch die Szenen wechseln und das war's. Der Taster hat einen riesen Vorteil und zwar, wenn man diesen drückt, geht er wieder in die Ausgangsstellung zurück. Somit kann man dann ohne Probleme ganz schnell die Szenen wechseln, ohne dass man jedes Mal unten, oben drücken muss. Und es hat etwas, was der normale An- und Ausschalter nicht hat. Man kann nämlich das Licht damit auch dimmen. Indem man das Ganze einfach gedrückt hält, dann wird das Licht einmal heller, lässt man wieder los und drückt wieder neu lange, wird das Licht dunkler. Das Ganze zeige ich euch jetzt, wie man das einrichtet. Und zwar als erstes machen wir die Kabel vom alten An- und Ausschalter ab. Und verbinden die mit dem Taster. Hier ist jetzt wichtig, im Vergleich zu vorher, es gibt keinen Anschluss mehr oben und unten, sondern es sind jetzt beide unten. Dann geht man wieder auf Zubehör, sucht sich das Wandschaltermodul aus. Das wäre jetzt bei mir im Büro. Dann muss man das Ganze zurücksetzen. Und jetzt haben wir hier immer den Kippschalter. Da wir ja jetzt aber einen Taster verwenden, ist es ganz wichtig. Hier unten haben wir noch einmal Schaltertyp überprüfen. Das klicken wir an. Und hier haben wir jetzt die Wahl zwischen Kippschalter und Taster. Wir wählen den Taster aus. Wir haben nur eine Taste. Dann drücke ich einmal den Taster. Dann wurde das Ganze auch schon gefunden. Dann suchen wir uns einen Raum aus. Dann nehme ich wieder das Büro. Dann möchte ich jetzt aber nicht, dass das ganze Büro angeht, sondern jetzt gehe ich auf Konfiguration ändern. Gehe anstatt Zimmer auf Lampen und wähle jetzt meine Deckenlampe aus, die im Büro hängt. Und das wäre hier die Hue Centris. Gehe auf Fertig und auf Speichern. Dann testen wir das Ganze jetzt mal. Ich mache das Licht jetzt mal an. Jetzt drücke ich ganz schnell, um die Szene zu wechseln. Und das funktioniert prima. Dann kann ich das Licht auch wieder ganz normal ausschalten. Wenn ich es jetzt aber wieder anmache und gedimmt haben möchte, drücke ich jetzt einfach lange. Und wenn ich es jetzt wieder heller haben möchte, lasse ich kurz los und drücke wieder lange. Und das finde ich ziemlich genial. Mein Fazit zum Philips Hue Wandschaltermodul mit einem Taster zusammen. Ich kann das Ganze jedem empfehlen. Ich finde es wirklich klasse. Ich finde es einfach super, dass wenn ich den Taster drücke, dass der Schalter auch wieder in seine Ausgangsposition zurückgeht, dass ich bei schnellen Drücken die Szene wechseln kann und dass ich das Ganze bei Halten auch dimmen kann. Und das ist einfach mit dem normalen An- und Ausschalter nicht möglich gewesen. So ein Taster kostet nicht viel. Ich habe jetzt für einen 4,50 Euro bei uns im Baumarkt bezahlt. Der Wechsel war relativ einfach. Man tauscht einfach den An- und Ausschalter gegen den Taster aus, hängt das Modul beim neuen hinten dran. Und zwar ganz wichtig, jetzt sind beide Kabel unten. Vorher war ein Kabel oben und ein Kabel unten. Hat somit weiterhin seine Philips Hue Lampen auf Strom, dass man sie auch, wenn das Licht aus ist, mit Siri steuern kann, mit Alexa steuern kann oder auch mit seiner Apple Home App zum Beispiel. Dann ist für mich der absolute Vorteil, dass der Schalter immer wieder in die Ausgangsposition zurückgeht, was ich super finde. Hier ist immer das Problem gewesen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Licht
anmache und es mit Siri ausschalte, ist der Schalter natürlich immer noch in der gleichen Position und dann könnte ich jetzt denken, dass das Licht eventuell an ist. Diese Probleme habe ich hier nicht mehr und von dem her ist es ein absolutes Upgrade, ein Philips Hue-Modul zu nutzen mit einem Taster. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen hoch, lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keinen weiteren Videos verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!